Okay, also schön. Hat jeder seinen Charakter ausgewürfelt? Jo. Dann sag mir noch schnell, wer wen spielt. Meiner heißt Scott und ist ein Student der 4. Stufe. Mein Charakter heißt Dave und ist ein Fußballfan 2. Stufe. Ich habe Rupert, einen 6. Stufe Computerhacker. Und ich spiele Nock und er ist Soldat auf der 9. Stufe. Alles klar. Weiß jeder noch, wo wir stehen geblieben sind? Wir sind von einer kapitalistischen Regierung gefangen genommen und des Pinguinschmuggels angeklagt worden. Genau. Okay. Ihr sitzt jetzt alle in einer Zelle und wartet auf eure Verhandlung. Was werdet ihr nun tun? Ich denke, wir sollten eine Demonstration abhalten. Lasst uns lieber erstmal einige Sixpacks weghauen und ein wenig randalieren. Ich nehme mein Modem und hänge mich über den nächsten CompuServe-Knoten in den Datenhighway. Wozu soll das gut sein? Keine Ahnung. Ich wollte nur mal hören, wie es klingt, wenn ich das sage. Ich schmiere mir Schlamm und Ruß ins Gesicht. Du hast weder das eine noch das andere. Und die kapitalistischen Bullen haben Rupert sein Modem abgenommen. Sowas Blödes. Wer macht mit bei der Demonstration? Wogegen sollen wir denn demonstrieren? Gegen unsere ungerechtfertigte Verhaftung natürlich. Wir könnten uns auch eine zünftige Straßenschlacht mit der Polizei liefern. Habe ich noch meinen Anorak? Ja. Das sei Dank. Ich versuche, die Gitterstäbe der Zellentür mit bloßen Händen aufzubiegen. Du bekommst einen Stromschlag von 10.000 Volt von den Gitterstäben. Ha! Lächerliche 10.000 Volt! Und es zerreißt dir beide Arme. Ha! Wer braucht schon Arme? Arme sind was für Flaschen. Brauchen wir vielleicht einen NC? Hat nicht irgendjemand ein Bier dabei? Ich suche die Zelle nach Schwachstellen ab. Die Zellwände sind stabil und völlig kahl, bis auf ein Fenster, hoch oben in einer Ecke. Ich hasse Fenster. Ich fange mit irgendjemandem einen Kampf an. Gute Idee. Wie wäre es mit Scott? Aber ich bin Pazifist. Was ist ein Pazifist? Jemand, der nicht zurückschlägt. Hört sich gut an. Ich beginne von den neuen Speichermanager Plem PLM zu erzählen, um die anderen zu beruhigen. Rupert gelingt es, alle in einen beruhigenden Schlaf zu lullen. Du bekommst 200 Erfahrungspunkte. Cool, jetzt steige ich auf Stufe 7. Außerdem erhältst du dadurch die Spezialfähigkeit, binär reden zu können. Deine Schweißgeruchsrate steigt um 5% und dein Realitätssinn sinkt um 10%. 01001010001. Was wir brauchen, ist ein Rucksack voll mit Steinen und einen Berg, den wir hinaufjoggen können. Warum stimmen wir nicht einfach ein paar Hooligan-Lieder an? Zum Beispiel, Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Hat einer von euch beiden Feiglingen eine Idee? Feigling? Ich habe es im Net Doom einmal auf 41 Fracks gebracht. Wir könnten den alten Überrumple-die-Wache-Trick ausprobieren. Wir brauchen nur jemanden, der vortäuscht, er wäre krank. Dann schlage ich Rupert in den Magen. Ha! Du hast keine Arme mehr, erinnerst du dich? Okay, dann trete ich Rupert eben in den Magen. Rupert hat starke Schmerzen. 10010111011. Das heißt, in Binär. Ihr könnt die Wache herankommen hören. Er sagte, herankommen. Wir warten, bis er auftaucht und deuten auf den sich krümmenden Rupert. Die Wache betritt die Zelle und wirft einen Blick auf ihn. Ich nehme eine Waffe zwischen meine Zähne und schlage ihn. Und was genau willst du nehmen? Scott. Hey! Okay, du versetzt der Wache einen heftigen Schlag mit Scott.
Scott hat starke Schmerzen und die Wache ist bewusstlos. Du Bastard! Okay, lasst uns von hier verschwinden. Dummerweise sind weder Rupert noch Scott in der Lage, aufrecht gehen zu können. Ich schnappe mir Rupert, wenn Nock Scott regt. Ich nehme Scott erneut mit meinen Zähnen. Okay, ihr rennt. Ich bestehe darauf, dass ich marschiere. Okay, Dave rennt und Nock marschiert einen langen, dunklen Korridor hinab. Warum marschierst du eigentlich? Weil er ein Soldat ist, natürlich. Nach 200 Meter kommt ihr an einem Notausgang zu eurer Linken vorbei. Los, da durch! Du marschierst durch die Tür und stellst fest, dass die Treppe dahinter noch nicht fertiggestellt wurde. Nach 10 Meter freien Fall landest du äußerst unsanft auf dem Boden. Wie unsanft genau? Nun, du bist auf Scott gelandet. Ich möchte einen Protestmarsch abhalten. Nock hat mehrfache Knochenbrüche in beiden Beinen erlitten. Von Scott ist keine Spur zu sehen. Allerdings befindet sich ein Loch mit seinen Umrissen im Boden. Rupert und Dave befinden sich immer noch oben, vor dem Notausgang. Wir sollten besser nach einem anderen Weg nach unten Ausschau halten. Ich sollte mittlerweile eigentlich wieder laufen können. Du fühlst dich jetzt dazu imstande. Dann lass uns gehen. Ihr findet einen anderen, sicheren Weg nach unten. Ihr wurdet in einer alten Lagerhalle gefangen gehalten und eure Wache war die einzige hier. Gut, lass uns die anderen auflesen und in eine Kneipe gehen. Ich muss erst noch zu einem virtuellen Date in Singapur e-mailen. Habe ich schon mein Bewusstsein wieder erlangt? Nein, und Nock erleidet immer noch fürchterliche Schmerzen. Nur Waschlappen fühlen Schmerz. Ich nehme eine Dosis Aspirin. Bin wieder so klar und rein wie der Regen. Du fühlst dich etwas besser, aber du kannst immer noch nicht laufen. Gut, dann lassen wir ihn hier liegen. Was? Was? Aber diese Einheit ist doch ohne mich verloren. Du warst uns bislang aber keine große Hilfe. Außerdem bin ich nicht Teil deiner Einheit. Ich bin ein freier Mann. Ich meine, was hast du dir dabei gedacht, als du den Wachmann anbrülltest? Nun, er sah nun mal etwas komisch aus. Warum kannst du nicht einfach in Frieden leben? Ja, verzieh dich, Mann. Und außerdem, warum schmeißt du dich jedes Mal auf den Boden? Ich, muss doch immer das Gelände sondieren. Ich muss überprüfen, ob sich Feinde in der Nähe, ich kann euch jetzt nicht diese ganzen komplexen militärischen Manöver erklären. Und dann Rupert und seine Fähigkeit, Leute in den Schlaf zu lullen. Jedes Mal bringt uns das in Schwierigkeiten. Ich kann auch nichts dafür, wenn euch meine Wissenschaft... Halt's Maul! Letztes Mal, als du damit anfingst, bin ich erst nach 3 Tagen wieder aufgewacht. Nicht, dass das etwas Besonderes wäre. Wer braucht noch Drogen, wenn er Rupert hat? Ich schalte jetzt meine Ohren auf Durchzug.